Schreckliche Momente musste eine Frau Donnerstagabend in Wien-Simmering durchleben. Ein derzeit noch unbekannter Mann soll versucht haben, die junge Frau gegen 21 Uhr in ein Gebüsch zu zehren und zu vergewaltigen. Die Frau konnte den Angriff zum Glück durch Tritte und Schläge abwehren. Der Unbekannte ergriff dann sofort die Flucht. Bereits zuvor habe die Frau laut eigenen Aussagen zwei Männer auf einer Parkbank wahrgenommen. Es besteht laut Angaben der Polizei Wien der Verdacht, dass einer der beiden Männer der Täter sein könnte. Um den Täter zu finden, bittet die Polizei nun um Hinweise. Diese werden an das Landeskriminalamt Wien erbeten, auch anonym. Die Täter beschreibt das Opfer folgenderweise. Einer der beiden Verdächtigen soll etwa 1,85 Meter groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Zudem hätte er eine schlanke Statur und zum Zeitpunkt der Tat einen Vollbart getragen. Nach Angaben des Opfers hätte der Unbekannte eine Louis Vuitton-Kappe, eine beige Louis Vuitton-Jacke, blaue Jeanshose und ein schwarzes Shirt getragen. Den anderen mutmaßlichen Täter beschreibt das Opfer wie folgt. Männlich, etwa 1,90 Meter groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, dunkler Vollbart, dunkle braune Haare. Zudem soll er eine schwarze Bomberjacke, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe und ein weißes Shirt getragen haben.